Guten Morgen, meine Lieben. Dienstagmorgen. Die Sonne scheint. Jo, da freuen wir uns. Obwohl, das macht jetzt den Körper auch wieder müde, ne? Diese ganze Umstellung. So, ja, dieses hier ist eine Dauerwerbesendung. Ich bewerbe meinen Laden Kreativ und Style und alles, was sich darin befindet. Jo. So, dann habe ich mich gestern hingesetzt und habe gedacht, toll. Und was machst du morgen? Setzt du dich da einfach wieder so hin und quatscht wieder vor dich her? Ja, weil was fertig gestrickt hast du ja nicht. Und dann habe ich mir gedacht, oh, du hast ja einiges zu zeigen. Du hast neue Qualitäten für den Online-Shop bekommen. Du hast neue Wolle gefärbt für den Online-Shop. Du kannst ja mal zeigen, was du alles so auf der Nadel hast und die neuen Bücher, die ich habe. Da habe ich gedacht, du. Das ist doch eine gute Idee, ne? Fangen wir mal mit an. Ja, ach nee, was ich vorher noch sagen wollte oder euch fragen wollte, sagt mal, seit zwei Videos habe ich keine Kommentare mehr. Habt ihr keine Lust mehr zu schreiben? Oder habe ich vielleicht aus Versehen irgendetwas deaktiviert? Weil das kann passieren, wenn ich hier so mit dem Handy bin, ja so in so Internet und Video und Handy, da bin ich ja ein bisschen doof, ne? Da kenne ich mich nicht ganz so mit aus. Das kann schon mal passieren, ne? Ich habe ja schon mal das Internet gesperrt. Da bin ich, das muss ich euch auch erzählen, da bin ich mit meinem Mann unterwegs. In Bielefeld. Und da sage ich zu meinem Mann, ich sage, guck mal, ich sag, ich habe gar kein Internet mehr. Wieso habe ich denn gar kein Internet? Und sowas stört mich dann ja, ne? Ich muss dann wissen, warum das so ist. Da habe ich den die ganze Zeit genervt. Ich sage, Mensch, Kerl, das kann doch nicht sein. Wieso ist mein Internet weg? Diese blöde Telekom und das gibt's doch gar nicht. Wir sind doch hier in so einem Ballungszentrum und verstehe ich überhaupt nicht. Und habe ihm echt genervt, dass er auf der Fahrt nach Hause gesagt hat: So, jetzt fahren wir zur Telekom. Nachher vorne in der Stadt, ich in den Telekom-Laden. Zu mal sehen, wie blöd. Aber ich kann über mich selber lachen, ne? Also mir macht das nichts, dass ihr das erfahrt. Auf jeden Fall komme ich in den Telekom-Laden und die junge Frau am hinterm Tresen sagt: Ja, was kann ich Ihnen denn helfen? Ich sage: Ja, das Internet ist weg. Ich sage: Das ist einfach ausgeschaltet. Ich sage: Was habt ihr denn gemacht? Wieso? Sagt sie: Was sollen wir denn machen? Ist doch alles in Ordnung. Geben Sie mir mal Ihr Handy. Und dann macht sie das Handy an, wischt einmal, tippt einmal und sagt: Bitte schön, Internet ist wieder da. Dann in meinem Wahn irgendwie mit meinem Rücken und habe die mobilen Daten ausgeschaltet. Ja, ich habe kein Internet mehr. Ne? Ja, so doof ist man. Also wirklich, ich sag ja. Ne? Aber es ist auch so, es interessiert mich auch nicht so wirklich. Ich bin froh, wenn ich hier meine Aufnahmen mit euch machen kann, für euch machen kann oder Fotos machen kann und alle solche Sachen. Also wie es funktioniert, interessiert mich eigentlich nicht. Da stricke ich doch lieber, ne? Ja, das war nur mal so am Rande und am Anfang was zum Lachen. Ja. Ne? Man ist einfach zu doof. Ja, so. Gut. Ich denke mal, wir fangen mal an. Ich zeige euch mal, ich habe neue Qualitäten zum Färben bekommen, also neue Rohwolle. Und zwar ein reines Merino, 120 Meter, 120 Meter, 420 Meter. Ganz weich, aber noch nicht so weich wie das die Merino extra fein, auch 100%, auch 420 Meter. Toll, die ist super weich. Super weich. Dann habe ich, oh, das wird eine Herausforderung für mich, Mohair mit Seide zu färben. Das wird eine Herausforderung. Da werde ich mal schauen, ob ich das überhaupt hinkriege. Ich glaube, das wird echt eine Herausforderung. Und dann habe ich, nun komm mal hier hin. Das ist so kuschelig, weich. Dieses hier, Moment, sind 600 Meter. Merino Kaschmir. Merino und 15% Kaschmir. Auch super weich. Aber jetzt kommt das Highlight. 50% Merino, 50% Seide. Das ist
Schade, dass ihr es nicht anfassen könnt. Also es ist wirklich toll und das alles bei 600 Metern. Also das wird jetzt in den nächsten Tagen gefärbt und kommt dann in den Online-Shop. Da freue ich mich schon drauf. Also ich werde heute Nachmittag anfangen und werde die Merino-Seide färben. Da habe ich schon ganz besondere Farbvorstellungen, wie ich das. Also da habe ich richtig Spaß dran. Ja, so, wo packe ich das denn jetzt hin? Das kann ja nun schlecht auf die Erde, ne? Auch nicht drüber nachgedacht. Hau das mal alles hier so hin und dann. Also wie gesagt, es kommen noch 5 Qualitäten sind es jetzt, die dazugekommen sind. Ich lege das mir eben auf einen anderen Stuhl. Ich bin sofort wieder da. Guck, zack aus dem Bild, zack wieder da. Ja, das war jetzt erstmal so ein Vorweg, was ich alles so vorhabe. Da habe ich echt Spaß dran, da freue ich mich richtig drauf, die zu färben. Ja, was habe ich denn alles auf den Nadeln? Ihr wisst ja, von meinem. Heute Morgen ist es wieder soweit. Es ruckelt wieder. Und guckt mal, ich habe ja Rowan im Programm, ne? Und dann habe ich immer gedacht, was machst du denn jetzt? Wo tust du denn jetzt diesen Schal rein? Du hast ja gar keine Tasche mehr frei. Von Rowan gibt es diese schönen Organza-Beutel für ihre Wolle. Und dann habe ich mir da erstmal so 2, 3 Stück von weggenommen und habe gedacht, ja, die passen doch auch super gut für mich hier, für meine Projekte, als Projekttaschen. So, ich bin also mit der nächsten Farbe, das ist diese hier, bin ich angefangen. Und dieser Teil wird ja einfach nur kraus rechts gestrickt. Ups. Bei uns ist wieder hier schon das zweite oder dritte Mal heute Morgen wieder hervorragend. So. Hier, das hat sich alles wieder verfummelt und vertüddelt. Also, na. So, ihr wisst es, ne? Dieses hier war das ganz normale Lochmuster. 4 Reihen kraus, eine Reihe Lochmuster, 4 Reihen kraus. Mehr ist das nicht. Und mit der neuen Farbe bin ich auch schon angefangen. Und der erste Teil ist gelb. Also. Dieser Teil wird jetzt kraus rechts gestrickt und mit der nächsten Farbe wird wieder dieses Muster gestrickt, dass das Ganze so ein bisschen durchbrochen ist. Ja, stricken tue ich das aus Kitmo her mit Seide. 400 Meter Knäule. Ja. Ne? Das ist das Erste, was ich immer so zwischendurch, vor allen Dingen, mein Auge zuckt. Jetzt kriege ich Zuckungen. Echt? Naja, das ist immer alles so, was ich so zwischendurch mal. Ich lege dann mal was aus der Hand und mache mal wieder was Neues und ich kann es dann ja auch nicht lassen. Ne? Ich kann es ja nicht lassen. Ich wäre mit dem Ding auch schon wieder viel, viel weiter, wenn ich nicht von meinem Mann wieder ein Überraschungspäckchen bekommen hätte. Ich hatte mal wieder krankheitsbedingt ein paar schlechte Tage mit meiner Haut. Das war wirklich nicht sehr schön. Und ach, dann tue ich ihm leid. Er kann mir ja nicht helfen. Und das tut ihm immer so leid. Und dann ist er ja eines Tages irgendwann mal angefangen und hat mir die neuesten Strickbücher bestellt. Und jetzt kriegte ich wieder so als Überraschungspaket, ne, was ich so in den Laden geschickt bekomme. Und jetzt hat er mir dieses hier zukommen lassen. Es ist toll. Also das ist eins meiner Lieblingsbücher, wird das werden. Es ist wirklich schön. Die 4 Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter sind da drin. Die Tücher sind also jetzt keine große Herausforderung. Jedenfalls nicht für mich. Sie sind echt anfängertauglich. Da ist wirklich, die sind toll, die sind wirklich, wirklich schön. Ich zeige euch mal so ein paar daraus.
die ich wirklich, diesen hier zum Beispiel, den zeige ich euch gleich, den habe ich nämlich schon angeschlagen. Den. Ich hatte ja noch in meinem Stash noch den Babylama und eines von meinen selbstgefärbten oder auch dieses hier. Ist toll, ne? Also ich bin da ganz begeistert von, muss ich wirklich sagen. Hier ist noch irgendwo eins. Wartet mal. Das werde ich mal eben suchen. Ach ja, hier dieses hier. Das ist doch wohl auch schön, ne? Mit dem Muster. Das gefällt mir auch, dieses halbrunde Tuch. Ja, also das hat mir mein lieber Mann wieder mal zukommen lassen. Ich habe mich richtig dolle gefreut und konnte natürlich nicht an mich halten. Ne? Ich musste dann sofort gucken, ob ich passendes Garn für irgendeins der Tücher hatte. Und dieses mit dem rosa, meine Haare, dieses mit dem rosa-grau hat mir am besten gefallen. Und natürlich, ja sicher. Ach ja. Aber das macht ja nichts, ne? Wir haben ja Zeit. Wir wollen uns ja auch noch ein bisschen unterhalten. Was erzähle ich euch denn, bis ich das hier beendet habe? Was kann ich euch erzählen? Ja, ich hatte euch ja schon letztes Mal erzählt, im Februar fahre ich nach Amsterdam. Da freue ich mich schon drauf. Ich werde mitten in der Woche fahren, wahrscheinlich auf den Mittwoch. Aber das steht noch nicht so fest. Aber ich denke mal, weil mittwochs habe ich ja nur einen halben Tag. Und da kann ich mir dann auch mal einen halben Tag Auszeit gönnen. Ne? Und dann werde ich nach Steffen und Penelope. Also das ist mein größter Wunsch. Da fahre ich hin. Und ja, das ist also ein Highlight für mich. Da freue ich mich so richtig drüber. Naja, gut, dann werde ich da mal besuchen und da schon mal so ein bisschen was von meinem Geld wieder lassen. Also mein Stash, der wird nie, niemals, wird der zu Ende gehen. Ich habe schon gesagt, also wenn ich mal nicht mehr bin, da die Kinder, die kloppen das bestimmt alles in eine Tonne. Also wirklich, na, bergeweise. Ja, und dann haben wir schon März. Also es ist ja jetzt, wenn wir im Februar fahren, wahrscheinlich so Mitte Februar werden wir fahren. Und im März ist dann unser Urlaub an der See. Und anschließend haben wir ja noch die Messe in Köln. Ja, und dann kommt schon Leipzig. Dann fahre ich nach Saltum. Das habe ich euch alles schon erzählt, ne? Ja, ich weiß. Ich wiederhole mich. So, aber jetzt bin ich fertig und jetzt zeige ich es euch. Und zwar, da ist das Schätzchen. Ich habe es angeschlagen. Es wird also ein schönes Tuch. Es wird wirklich andersrum. Andersrum. So rum ist richtig. Es wird ein richtig tolles Tuch. Es ist einfach, es geht schnell von der Hand und es sieht doch wohl klasse aus. Ne? Ich habe dafür das, Moment, das ganz weiche, kuschelige Lama Silk genommen. Das ist 70% Baby Lama und 30% Mulberry-Seide, also Maulbeerseide. Ja. Von Jabor aus Schweden. Schön, ne? Und gleichzeitig ein rosa von mir gefärbt, was ich hier noch von. Ich hatte hier zwei Strangen, ne? Und dann habe ich dieses Ganze noch über gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, doch komm, legst du an eine Seite, brauchst du noch mal. Ja, guck. Und das wird jetzt daraus. Mondstaub heißt dieses Tuch. Ist auch sehr schön. Wirklich sehr, sehr schön. Und es macht richtig Spaß, es zu stricken. Guck. Und wieder Beutelchen von Oron. Ja, was kann ich euch denn jetzt als nächstes mal?
Also diese beiden Sachen, die ich euch gerade gezeigt habe, sind eigentlich das, wo ich am meisten dran am Stricken bin. Und die Pferdemütze, die ist fast fertig. Ich habe sie nicht mit hier. Aber ich habe ja versprochen, es gibt dann ein Foto von meiner Tochter, wie die Feli ihre Mütze trägt. Ne? Wenn ich morgens aus der Therapie komme, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Die Sonne, ich kriege ja so eine konzentrierte Bestrahlung. Ne? Da habe ich immer einen Geschmack im Mund. Bah, ob das da wohl von kommt? Pfui, naja. So, das habe ich euch gezeigt. Dann könnte ich euch ja mal zeigen, was ich gefärbt habe in letzter Woche. So, dann wollen wir mal gerade hier gucken. Und zwar habe ich ein. Ach, ja, ich komme näher. Ich komme immer näher. Weil ich es wieder bis da hinten hin. Es ist wirklich, ne? Und manche sagen es wieder, ach, soll es doch nicht aus dem Bild gehen. Und dann, was soll ich denn machen? Ich habe es bis dahin nie gefeuert. Ja, so, ich habe für den Shop Blumenwiese gefärbt. Also Merino 75 Schurwolle, 25 Polyamide und ich glaube, im Shop habe ich nur Schurwolle geschrieben. Ich glaube, das muss sich ändern, weil es ist ja Merino-Schurwolle, ne? Also es ist Merino-Sockengarn. Es ist nicht das einfach, es ist schöne weiches Merino-Sockengarn. Naja, auf jeden Fall habe ich diese Schätze hier jetzt und die kommen also immer zu zweit in den Shop, weil man kann also sich dann halt zwei Paar Socken stricken oder halt auch ein schönes Tuch daraus, ne? Da habe ich jetzt, okay, ihr wisst ja, ne? Es sind ja nie welche, die gleich sind. Es sind ja immer ein bisschen anders. Sie sind alle immer ein bisschen anders. Und ich werde es jetzt hier auf die Erde holen. Das kann ich schon machen. Die sind ja fertig. So, und auch hier ist ein bisschen mehr Lila drin. Ein ganz bisschen rosa. Und auch das Grün ist etwas heller. Und hier haben wir wieder etwas mehr hell und auch dieser grüne ist ein bisschen heller. Ja. Also die kommen jetzt jeweils zu zweit in den Shop. Hatte ich euch schon gefragt, warum ich keine Kommentare kriege, Jane? Das verwundert mich so doll. Komisch. Weil sonst schreibt ihr mir immer so liebe, nette Worte. Das vermisse ich richtig. Oder habe ich euch geärgert? Nein. Glaube ich nicht. So, dann habe ich die blaue Lagune wieder gefärbt. Die war nämlich ausverkauft. Und die haben wir jetzt wieder. Die kommt aber auch einzeln in den Shop als Sockengarn. Aber wie gesagt, die sind auch alle etwas unterschiedlich. Dieses hier ist zum Beispiel ganz was Helles. Ja, so, was habe ich noch? Ich habe noch ein neues Buch bekommen. Ich bin ja nicht so die Häkeltante, ne? Ich häkel zwar auch finde das auch manchmal ganz schön. Also Kleidungsstücke häkel ich nicht, weil ich das nicht leiden mag. Aber meine Tücher oder so sind auch zum Teil gehäkelt. Oder mal eine Decke häkeln oder so, ne? Und dann gibt es von Langjan, von der Saskia Lahn, es wird bezogen über uns, also über Langjans, Jacken häkeln für jede Saison. Das ist auch neu. Da stehen auch ein paar, also wie gesagt, ja. Ich bin halt nicht so der Typ, der jetzt so gerne gehäkelte Bekleidung anzieht. Aber es sieht toll aus und ich denke mal, wenn man ein dünnes Garn nimmt, dann wird das Ganze auch nicht so schwer. Also wenn ich sowas, ich glaube, ich werde sowas mal nachhäkeln, aber dann werde ich Lace-Garn dafür nehmen.
Ich glaube, dass das Ganze leichter wird und auch ein bisschen filigraner aussieht. Ich bin da so ein bisschen, Jo. Das werde ich mal ausprobieren. Weil hier stehen wirklich ganz so ein paar richtig hübsche Sachen drin. Warte. Ne? Also wie gesagt, das könnt ihr über Langjans beziehen. Ihr könnt es in die Kommentare schreiben, wenn ihr eins haben wollt, oder mir eine E-Mail schicken. Dann schicke ich euch das zu. Ja, gut. Das waren die beiden neuen Bücher. So, was habe ich denn noch auf der Nadel? Jetzt kommt's. Auch was Neues angeschlagen. Ja, meine liebe Tula, die bekommt ein Kleid von der Jutta gestrickt. Sie hatte sich ausgesucht, die Marlene Lux von Langjans. Dieses hier mit dem Gold da mit drin, so kleine goldene Nöppchen sind da drin. Das ist wirklich sehr hübsch. Und daraus bekommt sie ein Kleid, was die Jutta ihr strickt. Jetzt hatte ich noch 5 Knäuel übrig. Ja, was willst du mit 5 Knäuel, ne? Und dann habe ich mir gedacht, komm, du strickst der Tula ein Tuch passend zu dem Kleid. Da weiß sie zwar noch nichts von, aber jetzt, wenn sie das sieht, dann ist ja egal, sie sieht mich da ja auch dran stricken, ne? Da wird sie ja auch irgendwann mal fragen, was ist das denn? Könnte das richtig sehen? Nee, ich glaube, das kann man noch nicht richtig sehen. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen mehr machen. Aber es ist ein richtig hübsches mit dem Gold da drin. Also das gefällt mir richtig gut. Das ist auch nur so ein Ding, was man vom Fernseher wegstricken kann, weil das einfach nur grau ist. Das Garn macht ja schon den Effekt, ne? Ja, das habe ich auch auf den Nadeln. Es ist ja wieder ganz, ganz böse. Mit dieser Anschlagerei und mit dem dies hier machen und das machen und aber egal, ne? Wir freuen uns drüber und irgendwann wird auch mal was fertig. Irgendwann mal. Was habe ich denn hier? Guck hier, die nächste Projekttasche. Ich weiß manchmal gar nicht mehr, was da drin ist. Was haben wir denn hier? Ah, ein paar Handstulpen. Da bin ich auch mit angefangen. Guck, da habe ich sogar schon den Daumenkeil stillgelegt. Aber mehr auch nicht. Und dann ist es in die Tasche gewandert. Hier dieses Handstülpchen für die ganz zarten Fingerchen. Händchen hier für die in Größe S, für die kleinen Mädchen mit Perlchen und so. Wird auch irgendwann weitergemacht. Ja. Aus Schulana Perlen, Mohair mit Perlen, mit Murano Perlen. Und das Rosa ist Sandnes Garn, Alpaka Seide. Ja, schmeiß ruhig weg. Jetzt wäre erstmal eine Nadel runtergefallen. Ja, das habe ich auch. Das habe ich dann, wie gesagt, bei manchen weiß ich echt nicht mehr, was drin ist. Das ist echt schlimm, ne? Dann habe ich Asche über mein Haupt, also wirklich vor 2 Jahren angefangen. Da hatte ich mir im Urlaub einen Bobbel gekauft, einen Mohair-Bobbel. Richtig Kohle für bezahlt. Knapp 30 Euro für das Ding. Und wie weit bin ich damit? Und vor allen Dingen das Allerschlimmste ist ja, ich habe das Muster, guck mal, das ist schon ganz verknittert. Ich habe dieses Wellenmuster da reingearbeitet und ich bin auch schon ziemlich weit. Jetzt will es nicht, jetzt will es nicht. Guck hier, es sieht gut aus, es gefällt mir. Ja, und dann habe ich es weggelegt und dann habe ich es wieder hervorgekramt und dann sitze ich da im Sommer auf der Terrasse. Und dann denke ich immer, das kann doch nicht passen, das kann doch nicht sein, was machst du denn hier? Dann gucke ich, oh, du hast das Muster völlig verkehrt gemacht, weil wieder nicht nachgeguckt, sondern, ach, das können wir ja noch aus dem Gedächtnis. Ach, wozu brauchst du denn eine Anleitung?
Ja, und was ist das Ende vom Lied? Ich muss jetzt 10 Reihen zurück. Jetzt frage ich mich selber, stricke ich die 10 Reihen zurück oder ribbel ich? Und woher ribbeln? Also werde ich 10 Reihen zurückstricken. Und hatte ich da bisher Lust zu? Nö. Ja, und deswegen liege ich das auch noch rum. Aber auch das habe ich mir vorgenommen, in der nächsten Zeit fertig zu machen. Also alles, was hier liegt und was ich euch zeige, möchte ich darauf hinarbeiten, dass das in diesem Jahr alles fertig wird. Geht ja nicht. Man kauft sich das teure Garn und ne, es liegt in der Schublade. Ja, so sind wir. Ne? So sind wir. Aber ich habe durch die Liebe, ich glaube, sie ist Gabi. Die liebe Gabi, ne? Hier, ich hau wieder auf den Tisch. Habe ich tatsächlich die Anleitung wiedergefunden? Sabrina Nummer. Da ist die Anleitung. Ich wusste doch letztes Mal nicht. Kea, was ist es denn? Was habe ich denn hier gemacht? Was kann es denn sein hier? Dieses hier. Könnt ihr euch erinnern? Aus dem schönen Cotton Shoppel Zauberball? Ich habe mir gedacht, was habe ich denn da fabriziert? Und dann schrieb sie mir, du, das könnte das Top sein, was du gezeigt hast und was du anfangen wolltest zu stricken. Und ich, ja, sicher. Und dann fiel mir nicht mehr ein, in welchem Heft war das denn nochmal? Und dann hat sie mir nochmal geschrieben, in der Sabrina Nummer 6, naja. Ja, Gott sei Dank, habe ich es dann wiedergefunden. Und auch dieses Projekt, ne? Also, kommt in seine Box und wird dann weiter im Laufe dieses Jahres gefertigt. Ja, ne, so sind wir. Oh Mann, oh Mann. Und dann habe ich natürlich, im Moment brauche ich nicht warten bei meinem Doktor. Ich kann morgens komme ich und kann schnurstracks durchgehen. Und von daher bin ich überhaupt nicht, weil die nehme ich ja immer nur mit, ne? Bin ich überhaupt nicht weitergekommen mit meinen Socken. Die sind immer noch gleich. Da ist noch nichts mit passiert. Ich kann da morgens reinkommen und sofort durchgehen. Ich brauche nicht sitzen, ich brauche nicht warten. Ja, ne? Das Mitnahmeprojekt, was dann aber auch beendet werden muss. Weil ich mir gedacht habe, also ich muss dieses Jahr, ich stricke ja nicht gerne Socken, ne? Ich bin ja nicht so ein Sockenstricker. Es ist mir zu langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Selbst wenn ich Muster mache, es ist mir auf Dauer zu langweilig. Und dann noch 2 Stück dann davon, hast du eine fertig, hast du der anderen keinen Bock mehr. Nee, das ist nicht so meins, ich weiß auch nicht. Aber ich muss im Laufe des Jahres also wenigstens 10 oder 15 Paar Socken stricken. Weil der Nikolaustag ist bei uns immer der Tag, wo fertig gestrickte Socken gekauft werden. Weil die Leute unbedingt dann sowas in den Nikolausstiefel packen wollen. Ja, und deswegen muss ich mich doch ranhalten, ne? Es hilft ja alle nichts. So, was haben wir denn noch? Ja, ich habe dann noch was gefärbt, das zeige ich euch jetzt. Und zwar Merino Bambus. 70% Merino, 30% Bambus. Richtig schön weich und kuschelig. Ne? Man kann sich also 420 Meter auch. Man kann sich Tücher draus stricken. Man kann, also ich zeige euch jetzt mal so ein paar, die ich hier, diese beiden würden zum Beispiel super zusammenpassen. Hiervon finde ich bestimmt auch noch irgendwo. Da ist der zweite. Ja, ja, da habe ich immer 2 Stück wenigstens von gemacht. Die kommen also auch in den Shop. Ich denke mal, ich werde morgen in den Shop weiter einstellen. Und was habe ich noch? Ja, dann habe ich ein bisschen was in Grün mit Braun.
Und ein bisschen Gelb damit bei. Das ist schön weich und richtig angenehm. Ja, was haben, ach, hier sind noch mal zwei von denen, die ich vorhin, da habe ich also vier Stück von, also immer zu zweit. Das sind schon, ja, und dann natürlich, ne, rosa. Hier ist der braune Anteil nicht ganz so hoch. Ja, rosa. Ein Grün noch. Und Brombeere mit Weiß und ein bisschen Schwarz damit bei, so ein paar Sprenkelchen. Ich werde immer leiser, ne? Ja.